Wie du dein lokales Geschäft bei Google bewerben kannst, das erzähle ich dir gleich. Die Online-Marketing-Show. Mehr Erfolg im Geschäft mit Marcel Fischer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Marcel Fischer. Und heute habe ich dir ein paar Updates mitgebracht von der Google Marketing Live-Konferenz. Die findet einmal im Jahr statt. Und Google verkündet da Neuerungen für uns Online-Marketer, wie wir letztendlich mit Google besser Werbung betreiben können. Und da hat Google ein paar spannende Updates in diesem Jahr dabei für lokale Geschäfte. Wir wissen ja, lokale Geschäfte haben wir in den letzten 18 Monaten eher ein schweres Leben gehabt. Wir haben eine Pandemie mit Geschäftsschließung und so weiter gehabt. Und Google hat gesagt, okay, die will ich ein bisschen unterstützen, und an der Stelle hat Google ein paar Werbeformen, ein paar Werbeanzeigen jetzt ausgerollt, die vielleicht dabei helfen, dein Geschäft besser zu finden. Und die Beispiele zeige ich dir jetzt. Einmal die Auto-Suggest-Ads. Die habe ich dir hier nochmal eingeblendet. Ich erkläre dir gleich, worum es da geht. Und zwar, wenn du auf Google suchst, es geht hier speziell auch um Google Places, also mit Google Maps zum Beispiel suchst, Pizzeria Kulmbach, du bist in Kulmbach hier bei uns als Tourist und suchst eine Pizzeria, dann werden dir hier in dieser Liste Ads angeschaltet. Du siehst es an einem kleinen Logo, das heißt Ads. Das ist eine bezahlte Anzeige. Das heißt, du bekommst nicht nur die Suchvorschläge, die Google generisch für dich generiert, sondern du kannst auch sagen, ich möchte auch bei solchen Suchanfragen in diesem Umkreis geschaltet werden. Und dann tauchst du hier in diesem Verlauf auf. Interessante Chance, definitiv für dein Geschäft sichtbar zu werden. Die Navigational Ads, das habe ich dir hier eingeblendet, wie das Ganze ausschaut. Das ist eigentlich recht fancy. Und zwar, stell dir vor, du bist in einer Stadt, auch wieder als Tourist, und sagst, du suchst, willst vielleicht zu einem Museum. Und hier hast du die Chance, dich in die Navigation reinzuhacken. Das heißt, wenn die Navi den Touristen durch die Stadt lotst, bist du hier mit deiner Anzeige dabei. Wenn du eine Pizzeria hast oder ein Zeitungsgeschäft, dann kannst du dich genau hier reinhacken auf diesem Weg. Und im Optimalfall, der Kunde oder potenzielle Kunde sagt, ah, tolle Sache, dass es auf dem Weg liegt, da gehe ich mal rein und gucke mir das Ganze an. Das sind die Navigational Ads. Also navigationalen Ads, die Google hier ausgerollt hat. Eine weitere Geschichte, das sind die Similar Places Ads. Und zwar ähnliche Placements heißt das Ganze auf gut Deutsch. Das ist auch genau so funktioniert es, was der Name sagt. Das Ganze zeigt Geschäfte an, also lokales Business, das ähnlich meiner Suche ist. Und hier habe ich es immer eingeblendet, wie das Ganze ausschaut. Und wir sehen hier, in dem Fall gibt es ein Geschäft, einen Taco-Laden, der hier in dem Fall wirbt. Und der hat sich praktisch auf ein Geschäft gehackt, das geschlossen ist. Und das ist natürlich ein bisschen blöd für dieses Geschäft, was geschlossen ist, aber toll für denjenigen, der da wirbt. Weil ich kann genauso sagen, okay, dieses Geschäft hat geschlossen, aber ich bin eine interessante Alternative, biete vielleicht dieselbe Dienstleistung, bin vom Restaurant ähnlich wie die. Und ich präsentiere meine Anschrift oder mein Geschäft in diesem Fall. Also auch eine tolle Sache in Richtung ähnliche Suche, direkt hier bei Google Maps sichtbar zu werden. Das sind drei große Neuerungen, die Google verkündet hat. Das ist in der Anzeige. Und dann gibt es noch was, das will ich dir ein bisschen ans Herz legen. Das gibt es schon etwas länger. Das hat Google jetzt so ein bisschen aufgebohrt. Und zwar sind das die Local Inventory Ads. Da geht es darum, du kennst das bestimmt, wenn du online einkaufst, Google Shopping, ne, wenn du irgendeinen Artikel suchst, wird dann rechts, also oberhalb oder rechts, letztendlich Produkte angezeigt. Und genau das kannst du auch mit deinem Geschäft nutzen. Das heißt, wenn du Artikel bei dir im Geschäft verfügbar hast, kannst du diese auch ausspielen. Das heißt, du kriegst auch hier Fläche für deine Produkte. Und die tolle Sache ist, dass lokale Bestände hier angezeigt werden können. Und es kann auch eingeblendet werden, dass du direkt das Ganze, da gibt es so ein kleines Label, das ist hier auf dem Bild, dass du direkt im Laden dieses Produkt abholen kannst.
Das ist nämlich eine große Chance zu großen Online-Plattformen wie Amazon, wo du bestellst. Es dauert ein bisschen länger, bis es geliefert wird. Aber hier kannst du sagen, ey, lieber Kunde, du bist gerade in der Stadt unterwegs. Du kannst direkt jetzt hier ins Geschäft kommen und dein Produkt bei mir abholen. Es gibt auch Pick-up later. Das heißt, du kannst auch durchaus sagen, okay, dieses Produkt ist später verfügbar. Oder wir reichen dir dieses Produkt raus. Das ist so ein bisschen diese Corona-Geschichte, so kontaktlos, dass du praktisch auch kontaktlos das Produkt sozusagen ja an der Bordsteinkante entgegennehmen kannst. Das sind so ein paar Neuerungen. Was du dazu brauchst, ist Google My Business Account. Das brauchst du generell für diese Werbeformen, die ich dir hier erläutert habe. Und speziell für die Inventory Ads brauchst du einen Google Merchant Sender. Und natürlich für alles einen Google Ads Account, wo letztendlich die ganze Werbung eingestellt werden kann. Genau. Das war es heute von mir. Kurzes Update zu Google Live. Es wird noch weitere Updates zu Google Live geben. Das mal speziell für diejenigen, die Ladengeschäfte promoten. Wir haben einen Newsletter bei uns. Trag dich gerne ein. Das siehst du in unten, wenn du aufmachst, in unserem Videobeschreibung. Kannst auf den Link klicken, trag dich da sehr gern ein für unseren Newsletter, like den Kanal und bis nächste Woche, Donnerstag, 18 Uhr, sehen wir uns. Bis dahin bin ich raus.